Hallo und willkommen bei How To Buddies. In diesem Video wollen wir uns mal mit einem der herausstechenden Merkmale des Motorola ThinkPhone befassen, und zwar mit der seitlich links angeordneten extra Taste, die wir hier haben, die sogenannte rote Taste bzw. Red Key. Und zwar ist das eine Taste, über die ihr zum einen schnell Funktionen hervorrufen könnt. Ihr könnt die praktisch programmieren, wie ihr wollt, zum Beispiel mit dem Öffnen einer App verknüpfen und eben auch einmal drücken, zweimal drücken, länger drücken, also die hat eben verschiedene Funktionen. Wir drücken die jetzt mal zunächst etwas länger, diese Taste, und dann öffnet sich erstmal dieses Menü, und zwar Kurzbefehle für die rote Taste. Du kannst dieses Menü schnell aufrufen, indem du die rote Taste lange drückst. Das steht da oben, haben wir nun gerade gemacht, deswegen wäre es ja erstmal unsinnig, aber das steht da oben, weil wir es ja auch über die Einstellungen aufrufen könnten. Und zwar, wenn ihr hier in den Einstellungen auf den Punkt Gesten geht und dann etwas runter, dann habt ihr hier physische Taste, und da seht ihr dann den Menüeintrag Kurzbefehle für die rote Taste. Drücke die rote Taste, um Apps zu öffnen, Musik abzuspielen, Ready For zu starten und mehr. Und wenn ich jetzt da drauf klicke, dann macht jetzt auch natürlich da oben diese Meldung Sinn, dass ich das auch erreiche, indem ich einfach lange hier oben drauf drücke. So, dann habe ich hier eine Option einmal drücken zum Öffnen und kann mir dann eine App aussuchen, die dann geöffnet werden soll. Ihr könnt zum Beispiel, standardmäßig ist jetzt hier glaube ich immer Moto aktiviert, aber ihr könnt dann sagen, entweder eine von diesen Vorschlägen hier, könnt ihr jetzt aber nicht weiter scrollen, ihr könnt dann über dieses Einstellungsrädchen gehen, das war jetzt vielleicht ein bisschen schnell, hinter der aktivierten App. Ich glaube, das steht immer. Nee, das steht nur bei der Moto-App da unten. Dieses Einstellungszeichen auf jeden Fall hier unten, das Rädchen. Und wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr jetzt aus allen Apps eigentlich hier aussuchen, was ihr wollt, was da über diese Taste eben geöffnet werden soll. Wir können das ja mal probieren. Nehmen wir mal hier unsere Uhr zum Beispiel hier. Was gibt's denn da? Timer, neuer Wecker. So, ich sag mal jetzt neuer Wecker. Geht zurück, verschwinde hier mal. Und wenn ich jetzt einmal drücke, dann. Seht ihr, kommen wir beim Wecker raus. Also eine super coole Aktion eigentlich, finde ich. Von mir aus könnte es ruhig so 3, 4, 5 solcher Tasten geben. Naja, ist jetzt eben hier eine Taste, das ist ja schon mal cool. Und jetzt drücken wir die wieder etwas länger. Und dann sehen wir hier auch einen Punkt, zweimal drücken zum Öffnen. Das ist dann eben die andere Option. Und hier sehen wir, Ready For wird dann geöffnet. Das heißt, wenn ich das jetzt einmal probiere, drücke die Taste zweimal schnell hintereinander, dann werde ich hier bei Ready For eben begrüßt. Das ist jetzt so ein Einrichtungsassistent. Das geht ja hier darum, dass ihr euer Display teilen könnt mit anderen Geräten, mit einem Windows-Rechner oder so. Hier Videochats, viele andere Aktivitäten mit anderen Displays und Geräten. Mit Hilfe von Ready For kannst du deine Telefonfeatures nahtlos auf ein zweites Display oder ein anderes Gerät erweitern. Und Berechtigung, Ready For benötigt Bluetooth und Standardzugriff. Okay, da müsst ihr euch dann natürlich drüber bewusst sein, dass das eingeschaltet sein muss. Ich lasse das jetzt erstmal weg. Wir wollen uns jetzt nicht groß einrichten. Jetzt drücke ich da nochmal länger drauf, denn wir haben dann hier unten noch eine Option, dass wir diese rote Taste, wie man das ja auch von Walkie-Talkies so kennt, wirklich als Walkie-Talkie-Funktion nutzen können. Und zwar sehen wir hier, halte die rote Taste gedrückt, um in Echtzeit mit Teammitgliedern zu sprechen. Das zielt hier, glaube ich, auf Teams ab, aber ich kann das jetzt aktivieren. Aber dann kommt die Meldung, halte die rote Taste gedrückt, beim Aktivieren von Walkie-Talkie werden Verknüpfungen für einmaliges und zweimaliges Drücken deaktiviert. Also das scheidet dann aus, wahrscheinlich damit man eben nicht aus Versehen beim Sprechen, beim Walkie-Talkie-Nutzen dann aus Versehen da zweimal drauf gedrückt hat und ist ganz woanders. Und vielleicht würde dann die Walkie-Talkie-Funktion auch nicht mehr greifen. Und ihr seht jetzt, wenn ich das aktiviere, gehen die beiden Regler auf aus und jetzt ist meine rote Taste eben einzig als Walkie-Talkie-Taste nutzbar. Wenn ich da jetzt länger drauf drücke, passiert jetzt in unserem Fall nichts. Jetzt habe ich auch noch zeitgleich da drüben drauf gedrückt. Also wenn ich hier jetzt lange links drauf drücke, passiert nichts, weil wir jetzt auch keine App haben, die darauf anspricht. So, wenn ich jetzt einmal drücke, kurz, passiert nichts. Und wenn ich zweimal drücke, passiert nichts. So, jetzt ist man natürlich irgendwo ein bisschen gelackmeiert. Denn wie komme ich denn jetzt wieder in dieses Menü hinein, wenn hier diese rote Taste, egal wie ich sie drücke, überhaupt nicht mehr anspringt? Dafür habe ich ja euch dann eben den anderen Weg gezeigt. Dann geht ihr wieder über die Einstellungen und zum Punkt Gesten haben wir hier. Und hier wieder hin zum Menüeintrag physische Taste, Kurzbefehle für die rote Taste. Und dann sind wir Gott sei Dank wieder da. Also das ist dann nicht ganz verschwunden. Und ihr könnt dann, wenn ihr es nicht mehr braucht, die Walkie-Talkie-Funktion beenden. Könnt das hier wieder aktivieren. Jawohl, ihr könnt auch den zweimaligen Druck weglassen. Wenn ihr Ready For nicht nutzen wollt, dann könnt ihr es auslassen. Ich schalte jetzt einfach alles so wieder ein, wie es war. Hier können wir nochmal testen, zum Beispiel den Rekorder. Wenn ich jetzt hier einmal drauf drücke, zack,
dann öffnet sich schon der Rekorder, wie wir sehen. Also das greift sofort und ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache, um seine Lieblings-App oder die, die man aktuell am meisten benutzt, eben auf diese Taste zu programmieren. Und dann öffnet die sich, ohne dass man erst irgendwie diese App hervorsuchen muss. Also, eine coole Geschichte, das mit der roten Taste, finde ich. Könnt ihr überlegen, wie ihr die nutzt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das für euch jetzt hier ein bisschen hilfreich war und euch gefallen hat. Und dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal. Ich wünsche viel Spaß mit dem Motorola ThinkPhone und der roten Taste und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!